Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück, mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, zwei sehr unterschiedliche Themen, zwei sehr unterschiedliche Bilder werden uns heute vor Augen gestellt. Einmal das, was wir gerade im Evangelium gehört haben, die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums. Und dann das, was jedes Jahr Thema des 5. Fastensonntags ist, der Blick auf die Ärmsten in der Welt, der Blick auf die leidenden Menschen, der Blick auf die Hungernden, die Kranken, die Ausgebeuteten, der Blick auf die Armen, die nach Gerechtigkeit suchen. Was hat das gemeinsam? Das sind ja völlig unterschiedliche Situationen. Aber in beiden Bildern, in beiden Themen geht es um Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und um den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wenn wir auf die Situation der Menschen in den armen Ländern der Erde schauen, wenn wir hören von hungernden Menschen, von leidenden Menschen, dann fühlen wir uns oft zunächst einmal in unserer Fähigkeit zum Mitleiden, zur Barmherzigkeit angesprochen. Und das ist gut und richtig so, dass wir uns ganz persönlich menschlich angesprochen fühlen, dass wir Mitleid haben mit den Menschen, dass wir barmherzig handeln wollen. Aber das Gefühl der Barmherzigkeit oder des Mitleids reicht nicht als Antwort auf die Situation der leidenden Menschen in der Welt. Es braucht hier mehr als nur Mitleid und Barmherzigkeit. Es braucht Gerechtigkeit. Es braucht den Einsatz für gerechte Strukturen in unserer Welt, den Einsatz dafür, dass
jeder das zum Leben Notwendige haben soll. Den Einsatz aus der Überzeugung, dass die Güter dieser Welt für alle da sind und nicht nur für wenige reiche Völker. Barmherzigkeit und Mitleid muss hier ein gutes Stück weitergeführt werden durch den Gedanken der Gerechtigkeit. Bei der Szene mit der Ehebrecherin, da ist es eher umgekehrt. Da haben wir einen Menschen vor uns, der sich gegen ein Gebot Gottes und ein Gebot auch der damaligen Gesellschaft versündigt hat. Eine Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Hier wird zunächst einmal Gerechtigkeit eingefordert. Es soll gerecht zugehen nach dem Gesetz des Mose. Die Steinigung ist hier das, was vom Gesetz des Mose verlangt wird. Ja, das steht so da. Das wäre die Gerechtigkeit, die jeder in der damaligen Gesellschaft für richtig und ordnungsgemäß gehalten hat. Aber hier sagt uns Jesus, dass der bloße Vollzug der Gerechtigkeit, der bloße Vollzug des Gesetzes einem Menschen eben nicht gerecht werden würde. Hier muss die Gerechtigkeit weitergeführt und vielleicht sogar überwunden oder vollendet werden durch den Gedanken der Barmherzigkeit, durch die persönliche Begegnung mit einem Menschen, durch die persönliche Begegnung mit einem Menschen, der Zukunft haben soll, auch nach allem, was falsch gelaufen war. Denn dadurch unterscheidet sich ja das Verhalten Jesu von dem der Schriftgelehrten und Pharisäer. Im ersten Teil dieses Evangeliums, da kommt diese Frau überhaupt nicht zu Wort. Sie wird in die Mitte gezerrt. Es wird über sie gesprochen. Sie wird verurteilt. Sie selber kann nichts dazu sagen. In der letzten Szene dagegen, wo Jesus allein ist mit der Ehebrecherin, da geht es ganz anders zu. Da wendet er sich ihr zu. Da spricht er sie an. Da will er von ihr auch etwas hören. Da kommen zwei Menschen auf Augenhöhe ins Gespräch. Da geschieht eine persönliche Begegnung. Und da kann Jesus sein mächtiges und befreiendes Wort sprechen. Auch ich verurteile dich nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten mussten weggehen, weil Jesus sie in die gemeinsame Situation der Sünder gestellt hatte, weil er ihnen klar gemacht hatte, dass sie selber schuldig sind, dass sie selber nicht besser sind. Er selber, er ist ohne Sünde. Er hätte das Recht zu richten und zu verurteilen, aber er tut es nicht. Er ist nicht gekommen, um zu zerstören und zu verurteilen und zu richten, sondern er ist gekommen, damit wir Menschen Zukunft haben können, damit etwas Gutes, Neues beginnen kann. Er ist gekommen, damit unsere Wunden heilen können, damit das Leid und die Schuld der Menschen überwunden werden kann. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr, sagt er am Ende. Das ist nicht so eine moralische Ermahnung mit erhobenem Zeigefinger, sondern das ist bei Jesus etwas ganz anderes. Es ist gewissermaßen die logische Konsequenz aus der Vergebung und der Liebe, die er zugesagt hat. Weil du nun dem liebenden, dem barmherzigen Gott begegnet bist, weil du nun als Mensch ganz angenommen und ernst genommen bist, deshalb bist du nun in eine neue Lebensmöglichkeit hineingenommen. Deswegen bist du nun befähigt und befreit zu einem Leben, das nicht mehr in der Gefahr der Sünde und der Verfehlung stehen muss.
Liebe Schwestern und Brüder, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, beide sind wichtig, aber wenn wir nur eines von beiden sehen, dann geht es schief. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin hat das ja so zusammengefasst, dass er gesagt hat, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit wäre Grausamkeit. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit wäre Auflösung und Chaos. Das heißt nicht, dass man halt noch ein bisschen Gerechtigkeit und noch ein bisschen Barmherzigkeit dazugeben muss, sondern es ist ein dynamischer Prozess. Die ganze Gerechtigkeit wird erst erreicht, wenn sie durch die Barmherzigkeit vollendet und überwunden ist. Und die ganze Barmherzigkeit kann sich erst entfalten, wenn es auch gerecht zugeht, wenn es eben nicht nur ein Gefühl des Mitleids ist, sondern wenn tatsächlich jedem gerecht wird. Liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns herausfordern, im Blick auf die Armen, die Ausgebeuteten unserer Zeit, nicht stehen zu bleiben bei einem hilflosen Gefühl des Mitleids, sondern zu echten Taten der Gerechtigkeit zu kommen. Lassen wir uns herausfordern, dort, wo wir Menschen begegnen, die Fehler gemacht haben, nicht bei einer ebenso hilflosen Gerechtigkeit, bei einem ebenso hilflosen Beharren auf dem Gesetz stehen zu bleiben, sondern die Gerechtigkeit vollenden zu lassen durch die persönliche Begegnung, die barmherzige Liebe, die uns in Jesus Christus zugesagt worden ist. Amen.